Herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zeigen euch heute mal die Quadrant Standard App. Mit dieser App könnt ihr euer Handy bzw. die Hardware des Handys testen und mit anderen Handys vergleichen. Als erstes wird die CPU getestet, danach die Memory und zum Schluss noch die 2D- und die 3D-Grafik. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, jetzt werden die Grafiken getestet bzw. berechnet. So, jetzt ist es fertig und wir können unsere Informationen anschauen und mit den anderen vergleichen. So, hier haben wir dann unsere Resultate. Ich zoome das mal kurz etwas näher ran. Die verschiedenen Farben, die ihr hier sehen könnt, stehen für die einzelnen Bereiche. Von CPU bis zur Grafik. Und ja, unser Device hat jetzt 1404 Punkte. Das nächst bessere wäre das Samsung Galaxy Nexus mit ungefähr 2000 Punkten. Und ja, ein etwas schlechteres Gerät wäre das Samsung Galaxy, das Samsung Nexus S. Entschuldigung. Ja. Und wir können so halt einen kleinen Vergleich anstellen, wie gut unser Smartphone ungefähr ist. Dann haben wir noch den One Custom Benchmark. Um diesen zu starten, benötigen wir die Version mit Advanced und Professionell. Diese Edition kostet dann wahrscheinlich auch etwas. Ja, dann haben wir noch die Systeminformation. Dort haben wir einmal unser System, die
Android Version 2.3.6 zum Beispiel jetzt, den OS Nama Linux, dann unser Device, also unser Gerät, LG E400. Wir haben hier unsere CPU, ARM V7 Prozessor mit 800 MHz maximal und minimal 320 MHz und hier noch unseren Speicher. Ja, dann haben wir hier in der Mitte unser Display, die GPU und ja, hier nochmal ein paar Sachen und Details, Pixelformat und ja, okay. Und hier haben wir ganz oben beim Display natürlich auch noch die Auflösung. Und zwar 240x320 Pixel. Okay, und als letztes haben wir noch die Sensoren. Hier sehen wir, welche Sensoren in unserem Handy drinstecken. Lichtsensor, Nährungssensor, Rotationssensor und so weiter. Unser WLAN. Okay, das war's eigentlich auch schon. Hier haben wir noch das About, also über den Hersteller, den Programmierer. Und ja, das war's auch schon zur App. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, euer Society Technik Team.